Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, lassen wir mal weiterlaufen. Hier sind wir ja dem letzten Flecken Schottland auf dieser Insel noch, dass wir den besetzen. Da sind wir gerade dran. Kann nicht mehr lange dauern. Ich habe ein bisschen weitergespielt. Und wunderbar, da kommt nochmal ein Angebot der Schotten rein. Ja, das ist aber leider abzulehnen. Wir können hier mal gerade noch Dingens gucken, das können wir noch ein bisschen drücken. Die sagt schon Kriegsmüdigkeit. Unruhen herrschen auch im Land, ist klar. Zeitalter der Entdeckung endet bald und Häfen blockiert. Auch schön, das ist der Franzose wieder. Der möchte noch 152 haben, die wir aber nicht haben wollen oder abgeben wollen. Ihr werdet von Trauer übermannt. Verlieren Prestige oder Stabilität? Jetzt lass mal gerade gucken, was ist denn hier los? Haben wir überhaupt... Okay, das ist schlecht, aber 59, 57 war klar. Oh, das ist ja auch gar nicht gut, sehe ich mal so, ne? Da müssen wir aufpassen. Stabilität haben wir 2 und Prestige. Na, dann verlieren wir Stabilität lieber. Ja. Das ist nicht gut. Und dann haben wir einen Henry, der 615 hat. Okay, sehr interessant. Lassen wir weiterlaufen. Das Fenster können wir dann schließen. Wie alt war denn der Nachfolger? Ah, 25, das ist besser. Gut. Da kommt wieder das Angebot der Franzmänner rein. Lehnen wir natürlich ab, wieder 152. Hier tut sich gerade nichts, aber das kann nicht mehr lange dauern. Die Mauer ist schon durchbrochen. Ja, die möchten jetzt gerne hier, ne? Lehnen wir ab, da kriegen wir noch ein Darlehensangebot von Savoy, nehmen wir mal an. So. Jetzt lass das mal hier passieren. Nochmal der Franzose. Was will der denn? So früh nacheinander, so oft nacheinander. Wir haben den Anspruch auf eine Provinz verloren. Amor, okay. Loire gegen Bretagne. Kriegsgrund. Naja. Können wir wieder was aufbauen, ne? Sollten wir vielleicht tun. Österreich hat Salzburg den Krieg erklärt. Okay, machen wir das mal wieder. Bestätigen wir. Robert Falk ist gestorben. Jetzt müssen wir mal gerade hier eine Pause machen, da kommt zu viel rein. Händler, okay. Bibel übersetzt, okay. Und da gibt es alles Minus. Ja, nehmen wir das. Das machen wir. Wie viel haben wir denn noch da frei? Was ist denn das hier? Ah, das ist Belagerung, okay. Ach ja, ich habe gar nicht erwähnt, ich habe noch 2 DLCs dazu geholt und jetzt nicht die letzten 2, die ich, aber davor schon mal noch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hießen. Wir haben noch 2 Berater frei. Was ist denn hier mit Spanien eigentlich? Wie ist denn da unser Status? Den können wir mal noch verbessern, ne? So, wir haben die Pause dran. Das war jetzt schlecht. Kommt noch ein Geldangebot. Akzeptieren wir. Und macht der Franzmann. 152 immer noch. Gut. Jetzt müsste es aber hier mal langsam sein, ne? Eigentlich... Unsere Moral ist schon schlechter wie die, ne? Ja, wir haben ein Darlehen, okay. Zurückzahlen. Das verlängern wir. Ah, da ist es durch. Okay, gut, so, jetzt können wir dann verhandeln mit den Schotten.
dann wollen wir mal gucken. Also das wollen wir definitiv haben und dann gucken wir weiter. Das würde auch gehen. Das geht auch. Und Feier geht auch. Was passiert hier dann? Schottland ist böse auf uns, ist klar. Das lassen wir aber laufen, denke ich mal, oder? Hier hinten noch. Kriegsreparationen gehen noch. Verträge aufkündigen geht dann nicht mehr. MNS freilassen ist jetzt auch nicht so unser Ding. Ich glaube, das ist definitiv so zu machen. Ist zwar jetzt ein bisschen Dingens, sag schon. 88 gibt es da noch. Mehr haben sie gar nicht. Okay. Dann nehmen wir das jetzt mit. Definitiv. So, dann haben wir den Herrschaften da. Kriegsgrund, planen wir den Rivalen gegen Schottland. Ja, okay. Keine Rivale mehr. Gegen Schottland haben wir den Kriegsgrund verloren. So, dann würde ich sagen, kornen wir das. Was haben wir hier oben noch stehen? Ach, das ist der Franzmann wieder. Nur noch 100, ne? Dadurch, dass wir jetzt Land gewinnen haben, sind wir stärker geworden in der Hinsicht. Ayrshire. Dann Inverness. Können wir alles scoren? Machen wir das. Weiterlaufen lassen. Oh, Anne Boleyn. Erhaltet die Stufe 2 Staatsmann. Diplomatische Reputation 1. Okay, oder halten 10 Prestige. Diplomatische Reputation. Jetzt müssen wir gerade gucken, was wir da besetzt haben oder nicht. Diplomat. Ja, das bringt uns dann jetzt nicht wirklich was, oder? Die können wir nicht auch noch nehmen, ne? Das ist Stufe 2 und sie ist Stufe 2 auch. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das machen. Nehmen wir das Prestige. So, Korn tun wir, haben wir gesagt. Okay. Prestige haben wir auch. Aber wir haben eine Quest erledigt. Gut, das war ja super. Ansprüche erhoben. Lass uns gerade hier reingucken. Erobert Picardie. Na, das werden wir erstmal nicht schaffen. Festigt unsere päpstlichen Beziehungen. Nee. Erschafft eine Armee für unser Land. Was brauchen wir da? 75. Ja, das können wir machen. Gut. Geht nochmal was senken? Nein. Da machen wir Korn mal. Das heißt, das kann jetzt mal darüber. Und das geht dahin, denke ich mal. Wir sind hier aufgestellt hier. Wenn wir da einen Krieg erklären, ist der Schotte wieder mit im Boot. Okay. Haben wir einen Anspruch drauf auf das Land? Mal grad zu. Ja. Das können wir also machen. Wir müssten nur einmal stark genug sein. Der Schotte hat so zur Zeit nur diese zwei Truppen, ne? Da kommen wir dann Angebot der Franzosen. Oh, nur 19 Dukaten, aber die ganzen Ländereien sind immer noch dabei. So, da müsste man jetzt überlegen, was man da macht. Also die wollen wir erstmal ein, denke ich mal. Sollte man darüber schippern? Aber wir sollten auf jeden Fall das Schiff da schon mal hinbringen. Um hier den Kanal ein bisschen zu sichern, ne? Ja. Wenn wir die angreifen, dann geht das auch mit denen los. Aber da machen wir hier erstmal Anspruch auf Aberdeen. Okay. Und dann noch ein Anspruch geht immer noch auf Sutherland, oder wie es auch immer heißt. Okay, und dann müssen wir noch weiter aufbauen wieder. Das ist jetzt aber Bretagne gewesen, ne? Okay. Dann machen wir das doch mal. Dann können wir noch weiteres machen. Gut. Haben wir erst da soweit. Kriegsgrund gegen Schottland. Ja, das ist klar. Das ist die beiden Ländereien. Den haben wir auch.
Ja, wäre ja auf der einen Seite ganz interessant, das zu tätigen, ne? So, was ist hiermit? Besetzt ist das durch Frankreich. Hat Frankreich denn hier ein Durchgangserlaubnis eigentlich? Handelsabkommen. Da ist noch was. Okay, hat den Eroberungskrieg. Ach, warte mal, ich muss die andere Seite gucken, ne? Da kommt wieder das Angebot der Franzosen rein. Na. Lass uns erstmal gerade gucken hier. Durchmarschrecht von Provence. Kirchenstaat. Luca und Lüttich. Lüttich ist da. Nee, wer ist da nicht? Das heißt, die kommen vielleicht gar nicht hin, ne? Was würde das bedeuten? Wir können das mal testen, oder? Können wir das Land befreien? Das wäre wichtig, ne? Der steht ja da. Und wenn er könnte, würde er jetzt marschieren dann. Und er kann nicht, sonst würde er hier hochziehen. Er darf da nicht durch. Dann werden wir das Land erstmal noch befreien. Das bringt uns auch noch ein paar Mark. Oder Taler. Und das ist 114 jetzt. Wunderbar. Da geht noch was zu verringern. Machen wir auch. Nächste wäre natürlich jetzt hier. Die haben nur zwei Leute, ne? Aber wir sind jetzt gerade an zu vielen Grenzen unterwegs. 5 Prestige verliehen oder Legitimität. Da können wir uns besser die Legitimität gerade leisten. So, wie sieht's hier aus? Finanziell? Oh, 7,39. Das ist nicht gut, ne? Da ist wieder verlängert. 1,73 für Korruption. Wie ist denn die Korruption? Hier ist sie, ne? Wird ausgerottet mit 10. Die will man mal mit 5 nur noch bearbeiten. Ja, das sollte man vielleicht einmal senken. Was möchte der Franzose? 95 wird auch weniger. Haben wir das da unten schon freigemacht? Nein. Gut. Eure Korruption steigt. Ich denke, die sinkt. Ach, da oben ist der Wert. Okay. Das ist wesentlich besser geworden. Ne, da müssen wir da noch mal rein. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das finanziert kriegen hier, ne? Das ist ja nicht gut. Aber das müssen wir gerade gucken, dass wir das. Der untere Wert da unten. Aber wenn ich da richtig, muss ich ja richtig reinbuttern, dass die sinkt. Ablehnen. Das ist runtergegangen. Da können wir also nichts ändern. Korruption bekämpfen wir. Armee, Schiffe, kostet uns alles Geld, ne? Ja, Stände gibt es jetzt hier auch, ne, wie ihr seht. Das ist mit dem DLC dazugekommen. Belagerung von Calais. Gut, wir haben es geschafft. Ich ziehe aber die Truppen jetzt trotz alledem wieder darüber. Okay. Na, da kommt ja doch ein bisschen was rein dann. 2,25. So, ablehnen. Ich gucke auch gar nicht mehr hin. So. Ja, unser Darlehen, wird jetzt immer schwieriger momentan. Die Korn war, da geht es auch schon voran bei dreien. Das ist schon mal gut. Wie sieht denn das mit Ländereien aus? Ist doch, ne? Ja, Wales ist ein Staat. Können wir hier noch was machen? Nee. Okay, das ist 11 Stück. Machen wir mal.
Künstler ist gestorben. Lehnen wir ab, was ist da? Okay, da haben wir das erste gekort. Die anderen beiden werden jetzt folgen oder drei. Können wir hier schon? Anspruch fingieren. Geht. Haben wir. Und dann sind ja nur hier Orkneys. Das geht dann noch nicht. Da ist es mit 40 nur noch. Da kommt der nächste. Lothian und Five. Oder Fife, keine Ahnung. Ja, das Frieden sind zu Ende. Okay, da läuft noch was. Wie sieht denn das aus in Britannien? Wir haben hier einen Anspruch fingieren wollen, ne? Können wir das schon? Ja. Amor. Machen wir. Okay, das läuft. Ein weiteres Land geht jetzt noch nicht, ne? Genau, da müssen wir erst hochkommen weiter. Da ist wieder was. Was will er noch? 105 jetzt wieder. Gut. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Schotten und die Leinster hier jetzt mal die Tage noch angreifen, um die loszuwerden. Dafür müssten wir wieder dahin und die müssen dahin. 213. Gut. Ja, dann können die nicht runter und helfen. Und wir kriegen das dann hin, dass wir die Insel dann, ihr Land, komplett haben. Gut, das müssen wir dann nochmal überlegen. Aber ich würde sagen, für die Folge jetzt soll das erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.